dass wir vom Torso von Belvedere schon Nachrichten aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts haben, verdanken wir der Inschrift auf der Basis. Der griechische Bildhauer Apollodoros aus Athen hat die Statue signiert und das hat die frühen Inschriftensammler interessiert. Sie haben es aufgeschrieben und so können wir den Torso bereits im Garten der Colonna hier in Rom am Anfang des 15. Jahrhunderts lokalisieren. Bildliche Dokumente stammen erst aus viel späterer Zeit und hier in den Vatikan kommt der Torso erst um 1520 und er liegt dann eine Weile hier im Statuenhof, bevor er dann aufgestellt wird. Die Künstler attrahiert und er attrahiert sie als Fragment, als Torso. Michelangelo, Bernini, sie finden, dass das Fragment so perfekt ist, dass man den Torso nicht ergänzen dürfe. Er müsse in der Form gewürdigt werden, in der er auf sie und auf uns gekommen ist. Natürlich haben Archäologen immer wieder nachgedacht, wen der Torso wohl dargestellt hat. Und es gibt ganz viele Namen, die diesem Torso dann angehängt werden. Zum Beispiel wegen des Fells, auf dem er sitzt, wurde er Herkules genannt. Es ist aber kein Löwenfell, sondern ein Pantherfell. Die letzte Meinung zum Torso ist, dass es sich um eine Replik der Grabstatue des Ajax aus Troja handelt, die dann in der Tradition der antiken Statuen kopiert worden ist und in einer Version auch hier in Rom vorhanden war. Und in dieser Form als Torso wird er nach wie vor benannt. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man das Ästhetische würdigen will, der beste Name, den man dieser Statue des Apollodoros aus Athen geben kann.